nun wirklich in das Game rein können. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Auch sind die Kameras links und rechts nun zu sehen, damit man auch die Emotionen bei den entsprechenden Aktionen mitbekommt. Trundle offensichtlich am Dancen. Ja, schöne Zuckungen hier. Auf beiden Seiten sind die Spieler sehr gut verteilt. Kompletten River abgedeckt. Also scheint hier nicht zu einem großartigen Early Invade zu kommen. Ein demonstrativer Port. Port Battle. Wer schafft es, den Port in die Base? Kürzesten abzubrechen. Oh. Which Midlaner will come out on top? Welcher Midlaner wird es hier schaffen? Und die Crowd ist sich sehr einig, dass Faker das Ding hier reißen wird. Als Orianer ist er am Start gegen den Six. Und dementsprechend haben wir hier schon mal das Zuschauervoting, das eindeutiger ausfiel als alle anderen. Oh, da war der erste, die erste Bombe kam da geflogen. Faker konnte das aber ganz sneaky dodgen. Hat sich auch dafür entschieden, mit dem Schild zu begehen. Das ist auch eine interessante Aktion. Also man will sich wirklich überhaupt keinen Harass gefallen lassen. Orianna auch mit einem großen Vorteil, dass sie natürlich in der Lage ist, mit ihren Auto-Attacks trotzdem heftige Schmerzen zuzufügen. Bei Six ist das eher quasi mit seiner Passiven ein bisschen anders. Ich muss da warten, bis diese zur Verfügung steht. Mit Bombentreffern geht das Ganze etwas schneller. Aber Ori ist da ein bisschen konstanter. Also muss natürlich schauen, wer hier wen bullied. Und es sieht auch so aus, als wenn die Lane relativ quasi beim Standard bleibt und somit natürlich Piglet sich eventuell viel Harass gefallen lassen muss. Wir sehen schon, dass da ordentlich was abgeht. Aber hier OMG natürlich hier mit wenig Leben abstand. Auch Piglet muss sich da zurückziehen, würde so ein kleines bisschen angezündet. Der Heal natürlich nicht mehr so effizient, muss also auch flashen. Damit schon mal ein erfolgreicher Trade quasi für das Team von SKT. Wobei man noch sagen muss, dass natürlich Pumendum mit Heal am Start ist, nicht mit Exhaust oder Ignite. Ja, und wir sehen vor allem tatsächlich eine normale Lane. Da oben geht nice. Das Controller weiter. Das ist natürlich kein Controller, sondern Trundle versucht, die Shyvana hier erfolgreich zu zonen. Aber wir sehen tatsächlich normale Lanes. Wir sehen das erste Mal Asiaten ohne hier 4-1-0. Aber wir haben trotzdem ein Late-Invade gesehen. Allerdings nicht mit dem ganzen Team, sondern immer nur mit drei Leuten. Und was ich auch bemerkenswert immer wieder finde, ist, dass den Red Buff komplett clearen. Das heißt, sie lassen keinen Minion stehen. Das hat ja immer den Vorteil, wenn man den Minion stehen lässt, dann dann verzögert sich der Buff. Dementsprechend hat man ein bisschen härter gecounter-jungelt. Und wenn man das Minion aber cleart, hat man den Vorteil, dass man den Timer hat. Sprich, man kann wieder weiter counter-jungeln. Das ist immer so ein bisschen die Entscheidung, die der Jungler treffen kann. Wir haben aber eben hier gesehen, dass beide Camps komplett geklärt wurden. Ansonsten sind die Teams jetzt ganz normal aufgestellt. Wir sehen, dass die Orianna jetzt sogar im Level vorne ist. Wundert mich jetzt ein wenig, obwohl Trundle ja eigentlich gerade eben die ein bisschen gezoned hat. Aber es liegt wohl daran, dass jetzt ein bisschen mehr Minions an den Tower rangepusht wurden. Trundle kann das natürlich easy farmen und dementsprechend passt das ihm auch ganz gut. Muss er auch zwingen. Wie gesagt, am Tower farmen ist ein bisschen unangenehm. Er kann natürlich sein Q als Auto-Attack-Reset verwenden. Das ist immer sehr, sehr nützlich. Wie gesagt, ihr Attack-Speed zu Beginn ist nicht sehr hoch. Aber er kompensiert das wirklich wunderbar. Hat doch jetzt hier eine kleine Führung erzielen können. Auch Faker fühlt sich noch in der Mitte wohl. Und Pomelo eventuell für einen kleinen Gank berankt. Wie gesagt, Xiang bringt nicht überragend viel CC mit. Er kann mit dem Charge quasi arbeiten. Aber das muss entsprechend gut platziert werden. Die Sinn wird jetzt hier gesehen. Zietlinge ging so ein kleines bisschen daneben. Also Benji wird hier auf jeden Fall ein bisschen sinnlose Zeit verbringen. Aber es sieht so aus, als wenn sich halt die Botlane von SKT recht wohl fühlt. Ja, wohingegen Faker hier doch ganz gut Druck aufbringt. Hat jetzt auch gerade eben ziemlich weit gepusht und ich habe mich gerade gewundert, dass die Evelyn da nicht die Chance genutzt hat, um da mal einen Gank platzieren zu können. Die hat da einfach nur normal die Rice weitergefarmt. Jetzt wurde Faker zurückgedrückt. Natürlich, jetzt macht ein Gank gar keinen Sinn mehr. Aber anscheinend ist hier die Taktik ganz klar. Jetzt stellt sich Evelyn hier schon bereit auf, um den Trundle zu ganken. Der hat noch keine Level 6 Ulti, kann sich dementsprechend nicht wirklich heilen und hier wird es wahrscheinlich zum Engage kommen. Das wird jetzt aber sehr, sehr gefährlich. Man ist zwar hier unterm Tower, aber wir sehen schon, dass die Sinn unterwegs ist. Aber Impact kriegt super viel Schaden, kann aber hier noch ein kleines bisschen trollen. Wird hier noch ein Echo, aber trotzdem First Blood hier für Pomelo. Wird aber dann ebenfalls noch erledigt. Die Frage, ob der Teleport hier noch durchkommen wird. Oh, er kommt sogar noch weg mit super wenig HP. Das war extrem knapp. Richtig, richtig gut mitgedacht. Schön in den Busch gegangen und dann natürlich klassisch das normale Teleport verwendet. Wow, das war verdammt knapp, aber hat sich dann am Ende natürlich gelohnt, weil das First Blood Gold natürlich auch mehr Assist Gold bringt. Hier können wir das Ganze nochmal sehen. Ja, definitiv. Ich war erstmal irritiert. Klar, jetzt erstmal der ganz normale Engage. Trundle kommt ganz gut raus. Die müssen kassieren beide viel mehr Tower Hits wegen dem Pillow. Der Block, das Ganze schön auch geflasht, fällt aber erstmal ganz normal. Und dann hier erstmal Botlane Engage. Oh, Botlane, Boom and Do.
kriegt da hier ordentlich ins Gesicht. Da kann auch Piglet vergleichsweise wenig machen. Er hat zwar viele Stacks hier auf Allen sammeln können, aber bereits das X-Punch verwendet, jetzt hier kurz unsichtbar gewesen. Ja, natürlich wieder schöne Aktion von OMG selber, aber wow, das war wirklich Erstklasse. Genau das erwarten wir quasi von dieser Begegnung. Es sind halt die beiden zurzeit besten Teams in der Group Stage. Kann sich noch einiges ändern, aber sie stehen mit 2-0 da und das merkt man auch. Ja, und ich war, wie gesagt, erstmal ein Ticken verwirrt, denn ich dachte, wieso kommt da jetzt ein Teleport? Ganz normal ein Backport, dachte ich. Aber dann habe ich realisiert, okay, das ist ein normaler Teleport. War dann aber auch sehr gut gespielt vom Lee Sin, dass er erstmal reinwardet, also nicht reinläuft. Sprich, er hat sich die Vision vorher verschafft. Hätte da die Möglichkeit gehabt, eben dann eventuell noch ein Spell zu platzieren. Aber hat es dann trotzdem nicht ganz geschafft. Einen Hinter da durchbekommen. Das waren wirklich eine Zentimeter-Entscheidung. Jetzt kommt der ganz normal Impact kriegt hier durch. Probleme. Schön mit dem Pillar nochmal gegengearbeitet. Er hat seine Ultimate bereits schon draußen. Pomelo da natürlich in der Lage mit den Hate Spikes jetzt unendlich lang zu chasen, wird zwar immer wieder ins Gesicht gebissen und traut sich nicht weiter, also sieht sich da im Nachteil, was das Level angeht. Man muss ja natürlich dazu sagen, dass der Trundle auch ständig seine Heal-Pots trinkt. Ist auch ein großer Vorteil im Fight selber, aber ja, man bleibt vorsichtig auf der Seite von OMG. Merkt, man hat einen kleinen Vorteil zwischendurch. Der Goldlied ist jetzt nicht überragend, das liegt natürlich entsprechend an der Farmverteilung. Gerade Faker. Ja, Benji. 60 zu 45, das ist schon unangenehm. Benji sieht natürlich, dass Evelyn oben war, dementsprechend hier direkt am Counter jungeln. Geht jetzt sogar hinter den Tower und jetzt kommt der Dive. Oh, der Kick, oh, der in die Ecke getreten. Die Charges wurden natürlich dann noch nebenbei aktiviert, verliert aber auch super viel AP, wird dann auch an Faker abgegeben. Ja, das war eine knappe Sache, wäre beinahe noch entkommen, aber hat nicht ausgereint. Benji da schön mit dem Wardjump gearbeitet. Die Shockwave ging ein kleines bisschen daneben, wenn ohnehin quasi nur defensiv verwendet, um einfach nur Pomelo loszuwerden. Er hat noch nicht die Ultimate zur Verfügung, also auch kein brachialer Schaden plus den Mangel am Slow. Da wird sich erstmal Faker noch ein bisschen entspannen können. Aber schöne Aktion bisher von beiden Seiten, noch hier kurzer Engage. Aber wird erstmal nicht reichen. Gerade dann, wenn Nami da ist, kann sie mit Heals glänzen. Hat der Lee Sin den Six gerade in der Luft weitergekickt? Ja, er hat den schön in die Ecke fallen. Ja. Oh, das war natürlich grandios, die Aktion. Aber wir sehen jetzt wirklich ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Beide spielen absolut solide. Man sieht auch auf beiden Seiten jetzt nicht großartig Druck. Also ich hatte jetzt das Gefühl, dass die Koreaner das immer so ein bisschen in die Hand nehmen. Die drücken einmal ein bisschen in den Jungle rein. Im Moment alles wirklich normal. Goldlead auf Seiten von SKT dezent. Fast 1000 mittlerweile, ist aber noch okay. Beide Tower sind noch, beziehungsweise kein Tower ist auf beiden Seiten noch nicht gefallen. Auch der Drake wird im Moment noch nicht contestet, ist auch noch recht früh. Die Botlane auch momentan recht normal, also sprich, da kann sich Leona auch im Moment gar nicht so behaupten mit ihren aggressiven Potenzialen. Und das Ding ist auch, dass der Farmunterschied natürlich ein bisschen größer wird. Also Sun muss da natürlich schauen, dass er da hier Applicate kleine Möglichkeiten gibt. Twitch selber neigt dazu, im Late Game wirklich gerade bei gutem Positioning abartig viel Schaden rauszudrücken, vor allen Dingen, wenn ihm irgendwie Luft verschafft wird. Gerade mit der Range kann er da auf jeden Fall punkten, aber ist halt zurzeit 10 CS behind. Das ist nicht überragend viel, aber wie gesagt, hier werden halt kleine Fehler massiv aus und so. Oh, das ist natürlich ein harter Engage jetzt von Fu Mendu gewesen. Versucht mal mit der Ultimate sich irgendwie zu befreien, aber es reicht nicht aus. Es wird sogar ein Doppelkill wahrscheinlich sein. Sehen wir schon, dass da Allen, Allen klaut das Ganze so ein kleines bisschen. Trotzdem schön gemacht, viel zu aggressiv. Schon wieder der dritte Xiang in den Rücken, versucht mit der Bombe zu arbeiten. Aber es wird nicht ausreichen. Es sieht so aus, als ob sogar Benji, nein, er wird nicht überleben. Ja, der Tower macht natürlich mehr Damage, je öfter er das Ziel hintereinander angegriffen hat. War eine knappe Aktion, aber vor allen Dingen wieder der gleiche Vorgang. Auch Pomelo zu spät für das Ganze. Ja, definitiv. Der Dive sehr, sehr schön. Und nochmal kurz auf die Situation auf der Botlane nochmal einzugehen. Da war das ein bisschen unglücklich. Die Leona hat sich da reingezogen. Die Zenith-Klinge war bereits aktiviert. Und in dem Moment dasht Lucian zurück. Und das hat sich Leona sicherlich nicht so vorgestellt, denn in dem Moment ist sie dann noch viel weiter mitgeflogen, als sie gerne wollen würde. Und dann waren die Zweite in einer sehr schlechten Position. Hier wird Faker. Die Evelyn ganz easy weggesnackt. Faker vor allem jetzt auch schon einige Kills gemacht. Ich weiß nicht, ob er bei den Gangs die Kills gemacht hat. Der hat 3-0 steht es mittlerweile. Oh ja. Auch auf der Toplane sieht es ziemlich gut aus für den Trundle. Oh, der Pokal des Grauens wird auf jeden Fall hier einen schönen Slow verursachen. Müssen auch beide rausflashen. Also Impact muss da schauen, dass er nicht noch einen Towershot abbekommt. Aber das sieht man auch relativ selten, dass ein Trundle so hart dominiert. Der hat natürlich den einen oder anderen Gank bekommen. Das ist auch in Ordnung, gerade, dass er quasi am Tower selber noch einen Assist erhalten hat in der frühen Aktion. Ist für die Ordnung, wow, go going. Sofortiges Teleport, hat sich noch nicht mal hochgeheilt, das war eine interessante Aktion. Hat natürlich mit der Möglichkeit, mit dem Cutlass da zu arbeiten, also wird es kompensieren können.
Aber man merkt schon, dass das hier natürlich ein ganz anderes Tempo ist. Man versucht hier wirklich schnell die Level zu bekommen, beziehungsweise auch so gut wie es geht, die Vorteile auszunutzen. Aber ein Trundle darf jetzt ganz einfach keine Shyvana dominieren. Das wird sehr, sehr gefährlich für OMG. Ja, vor allem sehe ich jetzt im Moment sehr, sehr großes Potenzial bei Faker. Der reißt das Ding gerade brutal auseinander. 3-0-0 und der Farm 50 ahead circa. Ja. Da sehe ich echt Probleme im Late Game. Gerade Faker, gerade mit so einem Champion, der natürlich auch so eine ECC-Ulti hat. Sehr, sehr unangenehm. Hier sehen wir schon, Alan schluckt da einiges an Schaden. Ultimate sofort. Schöner Solarflare, genau auf beide getroffen. Das wird zu einem massiven Expansion führen. Gut gemacht, auch Sun da nicht in der Lage, sein ED zu verteidigen. Piglet will aber weiterkämpfen. Das Gift wieder auf Boomedu. Versucht damit jetzt Niedling reinzugehen. Forciert nochmal das Flash. Also hier gut gearbeitet. Er hätte auch den harten Engage jetzt nochmal wagen können in dem Moment, weil er natürlich Flash noch zur Verfügung hat. Benji wird jetzt versuchen, Going so ein bisschen zu überraschen. Red Buff Slow ist drauf, aber Burnout natürlich viel zu schnell. Außerdem natürlich Dragon's Descent noch zur Verfügung. Benji? Pomelo wartet jetzt und da muss man aufpassen. Wie gesagt, Sun hat vergleichsweise wenig Leben, will das Ganze in irgendeiner Form baiten. Auch Pumedu noch relativ tanky. Er hat noch sein Flash zur Verfügung, sollte es bald möglichst gebrauchen. Nutzt jetzt auch die Reichweite, reicht eventuell, es reicht aus. Sieht schon, Xiang kann nicht so dominieren wie in den Spielen zuvor, das merkt man. Ja, natürlich. Aber vor allem fand ich es auch sehr schön, die Aktion von Twitch. Der hat nämlich über die Nami-Ulti geflasht. War richtig nice, dadurch konnten sie den Kill machen. Und vor allem auch fast sogar noch den zweiten Kill. Jetzt hat hier Sixt die Wave geklärt mit seiner Ultimate. Das ist natürlich super, wenn er beim Roam ist, dass er dann seinen Tower nicht komplett aufgeben muss. Im Moment steht es aber immer noch 5-5. Das heißt, wir haben zwar einen Faker, der sehr, sehr scary ist und den ich jetzt im Moment auch sehr problematisch einschätze. Aber so vom goldtechnischen, nein, von den Stats her, ist das Ganze noch lange nicht verloren. Richtig, man versucht jetzt hier auch nochmal Sun, so lange wie es geht, auf der Lane zu halten. Wie gesagt, er ist dann noch nicht geportet. Hat auch ein interessantes Bild gewählt, indem er früh auf das Trinity Force geht, aber Impact hier wieder stark am Dominieren. Ultimate natürlich für Go-Going nicht mehr zur Verfügung, hat sie gerade genutzt. Bleibt aber noch so lange in der Drachenform, solange er hier Auto-Tags landet. Das Ganze resettet sich mehr oder weniger ein kleines bisschen. Man merkt aber, Trundle kommt damit gut klar. Sneakling ging ein kleines bisschen daneben, wäre auch gefährlich gewesen. Ja, wir sehen schon, dass ja Pomelo da in der Nähe ist. Hat auch seine Ultimate zur Verfügung. Das ist natürlich jetzt in Anführungszeichen nur ein Slow, trotzdem schmerzhaft. Benji ist da in der Nähe, Solarflare geht es raus. Alan kriegt hier vergleichsweise viel Schaden, aber die Frage ist, wie lange lohnt sich da der Fokus? Boomendu verliert super viel Leben, wird auch abgeholt. Auch Alan überlebt das Ganze und hat so noch das Gift oben drauf. Hier ist jetzt ebenfalls nochmal rausgekommen. Q ging rein, aber Benji wird das Ganze nicht connecten. Er hätte es tun können, vielleicht sogar in Alans Reichweite kommen können, um nochmal einen Tritt zu verursachen, weil wie gesagt, er war ein bisschen out of mana. Aber wie gesagt, wieder schöne Aktion, man hat sich da Nanos reinbaiten lassen. Ja, und jetzt fallen vor allem auf Seiten von OMG 2 Tower und dementsprechend, es gab ja gerade eben schon ein Goldlead und jetzt mit 2 Towern ist er nochmal ausgebaut worden, 2100 Gold im Moment ahead. Und jetzt wird es halt eben gefährlich, vor allem mit der gefeedeten Orianna auf der Top-Lane scheint es auch nicht so gut zu laufen, obwohl da statmäßig noch nicht passiert ist an sich. Trundle hat jetzt im Moment 0-1-1, dementsprechend ist das eigentlich okay. Shyvana mit 95 CS nur leicht behind und die geht jetzt einfach auf den Tower drauf. Ja, was sie will natürlich versuchen. Ja, will hier auf jeden Fall einen sicheren Tower-Schaden anrichten. Er wird sich ja nicht hochheilen, aber Go-Going hat natürlich das Cutlass, kann also versuchen, eventuelle Schäden so ein bisschen zu kompensieren. Auch Impact jetzt mit dem riesen Nachteil, dass er wenig Mana zur Verfügung hat. Hat seine Ultimate quasi zur Verfügung, kann sie aber nicht casten. Das heißt, hier Go-Going eventuell im Vorteil. Wie gesagt, die Bisse müssen ja trotzdem erfolgen, damit die Minions auch sehr, sehr schnell dahin geschreddert werden. Aber ich gebe dir auch bezogen auf die Mittel vollkommen recht. Faker sieht hier, also gerade der Vote von vorhin war sehr eindeutig und auch der Wahrheit entsprechend. Wesentlich mehr Farm, steht auch 3-0 da, kann dann auch mit den Items glänzen. Sie sind jetzt noch sehr identisch, das bedeutet, der Impact von beiden auf das Game ist fast gleich. Wie gesagt, ist ein kleiner Unterschied zwischen der EP jetzt gerade, aber das ist nicht bedeutend. Es kommt dann darauf an, wie man das Ganze spielt. Und auch bezogen auf die Top-Lane, wir sehen ja, dass beide versuchen, so schnell wie es geht, auf das Blade of the Ruined King zu kommen. Auch Go-Going geht nochmal hier auf Faker, er aber vergleichsweise tanky. Jedes Mal, wenn es schöne Shockwave, kann er ihn auf jeden Fall erledigen. Benji kriegt zwar noch den Kill, aber jetzt wird gejagt. Die Frage, ob Pomelo da noch ein wunderbarer Tritt von Benji. Kann sogar noch mal rausschleichen. Das bedeutet, hier muss Faker aufpassen. Er hat sich jetzt ein bisschen reinbaiten lassen. Nami Wave kommt hier noch mal durch, trifft aber niemand. Auch Pomelo zwar mit dem Q am Start, aber da will Benji nicht noch mal reingehen. Schöner Pillar hier noch mal. Xiang muss da die Barry aktivieren, muss da eventuell irgendwie rauskommen. Dieser Troll macht super viel Schaden, verliert aber viel Leben. Oh nein, er wird da abgeholt. Wirklich gut gemacht. Die letzte Bombe hat getroffen. Die Botlane ist jetzt ebenfalls noch mal zur Stelle. Kann da quasi 3-2 bisher traden. SKT holt ja kleine Vorteile raus und Alan, derjenige, der gerade noch so überlebt. Was war das für ein Fight? Da ging es hin und her.
alle Spieler mega gut positioned, mega die Skillshots. Wir sehen es jetzt nochmal in der Wiederholung. Erstmal ganz ruhig angefangen, die krasse Ulti erstmal komplett die Shyvana gesnackt. Und dann kommt jetzt erstmal der Flash, zack, wieder weggekickt. Und jetzt sind eigentlich auch beide recht low, Faker noch nicht ganz. Aber Faker natürlich jetzt immer noch gefeedet, kann dagegen halten. Die Nami-Ulti geht ganz knapp vorbei, konnte leider da keinen treffen. Und jetzt geht das Skill-Geschotte los, hin und her und hin und her. Und mit der letzten Bombe, gleich Six, zwischenrein, zack, Faker. Und da sehen wir nochmal in der Zeitlupe, Leona kommt von hinten dazu und macht das Ding klar. Aber ohne Leona wäre das hier nochmal ein bisschen anders gelaufen. Trotzdem, ich meine, es war ein 2-2-Trade. Nee, also Shyvana ist halt sehr früh gestorben. Deswegen 3-2. War sie quasi, genau, war ja resettet, also OMG mit einem kleinen Nachteil weggegangen. Aber schön hier vom Picklet, gut geflasht, muss ich hier schauen, dass er da jetzt noch weiter fighten kann. Benji, der auf dem Weg ebenfalls ist, das Teleport kommt hier nochmal durch. Da muss man aufpassen. Impact will da hier nochmal so einen kleinen Einfluss drauf haben. Auch Bonevo für schöner, will er immer wunderbar gemacht, kann sich jetzt auch darum kümmern. Epischer Dive ist natürlich, wer wird hier den Tower lang genug tanken? Impact immer noch derjenige, der die Aggro hat. Das heißt, hier überlebt man auf jeden Fall auch Ellen nochmal schön in den Rücken getreten. Aber Faker, derjenige, ein bisschen out of position, wurde gefühlt vom eigenen Teammitglied da erledigt. Aber schon, Pumentu geht ja nochmal rein, ist relativ dringend, kann aber nicht mehr gerettet werden. Man muss natürlich sagen, dass Xiang ein gutes Positioning hat, kann immer wieder Bomben rein, wir haben wirklich gut gemacht. Impact kommt gerade noch so, beißt sich da hier durch die Minions, hat natürlich den Vorteil, mit der Passiven sich da hochzuheilen. Aber wieder 4-3, beziehungsweise Pomelo ist jetzt wieder am Leben. Also man holt sich immer wieder ganz kleine Vorteile auf der Seite von SKT, aber es ist gerade sehr, sehr teamfight-orientiert. Unglaublich spannend, ey, was das hier für Fights sind. Schon wieder so ein krasser Fight jetzt hier. Erstmal ganz normal geht's los auf der Botlane. Man erwartet nichts Großes, 3 gegen 3. Da kommt der Port dazu von Trundle und dann trauen sie sich auch den Dive zu machen. Gleichzeitig wird Faker da oben belastet. Das ist eigentlich das Problem gewesen an dem ganzen Teamfight. Wenn das hier nicht passiert wäre, dann wären die hier einen ganz klaren Plus rausgegangen. Die können erstmal den gefeedeten Faker hier abholen, ganz knapp. Er will zu seinem Team connecten. Klappt nicht ganz sein Team, aber ein bisschen zu krass overextended von Leona in dem Moment. Und dann hat die Shyvana nochmal gezeigt, wieso sie hier im Turnier die ganze Zeit gepickt wird. Kann nochmal 2 Leute mitnehmen und jetzt wird sich SKT zum Drake orientieren. Wird den jetzt wahrscheinlich auch uncontested holen. Ja, man traut sich nicht. Ja. Ihr seht schon, Picklet kann sich da gegen 2 Leute behaupten. Wurzel natürlich von der Blase genommen. Aber kriegt ja super viel Schäden. Versucht damit den Blade oder Rüdings zu counter. Geht aber nicht. Die Nami-Wave hat ihn da nochmal erfasst. Auch Leona kommt aber hier nochmal zu dem, ja, zu dem Kill. Kann das Ganze etwas ausgleichen, aber Pumentu mittlerweile mit 3 Stück am Start. Jetzt sieht man auch so, als Ellen ganz alleine ist. Pumentu kann das locker alleine tanken, bleibt da ganz entspannt. Steht noch ein Autotag, der mit einem Assist bekommt. Auch hier die Towershots interessieren ihn nicht. Leona mittlerweile sehr, sehr tanky, muss man hier ebenfalls dazu sagen. Aber Midlane weiter unter Druck gesetzt. Man sieht natürlich, okay, OMG verliert an links und rechts quasi die ein oder anderen Mitglieder, aber sie drücken die Türme und das ist entscheidender. Ja, sie haben jetzt im Moment erstmal nur einen Turm. Jetzt kam der zweite hinzu. Wir haben auf Seiten von SKT 3 Türme. Allerdings Shyvana schon am zweiten Top Tower mit dran. Ja, ein bisschen gefährlich. Konnte sich jetzt durch das Blade of the Rune King da aus der brenzligen Situation helfen. Aber jetzt kommt der Gank auf Trundle Top Lane. Da kommt die Evelyn von unten. Shyvana connected nochmal unten rein. Die Ulti öffnet. Impact und Six muss da aufpassen. Schöner Charge nochmal, um ihn wegzuhalten. Da wird Impact große Probleme haben. Hat aber vergleichsweise hohe Tank. Die Piglet wurde hier halbiert von der Bombe. Da muss er ebenfalls aufpassen. Das ist halt so das große Problem an dem Twitch. Er hält halt wirklich wenig aus, teilt aber dafür natürlich eine Menge aus. Muss aber gut positioniert sein. War natürlich ärgerlich. Wollte jetzt hier nach oben rotieren, um so ein bisschen zu unterstützen. OMG versucht halt die gleiche Strategie quasi. Versuchen, einzelne Champions abzuholen und sich dann einen Vorteil draus zu generieren. Insgesamt aber wirkt das Spiel noch sehr ausgeglichen. Definitiv. Es ist immer noch nur ein 3000 Gold Lead. Ist natürlich schon mal eine Ansage. 20. Minute. Definitiv in Ordnung. Allerdings habe ich das Gefühl, klar, Orianna hat ein bisschen mehr Gold, aber die ist jetzt auch nicht der Roma, der überall alles zerstört. Die ist natürlich sehr gut später im Teamfight und ist auch auf jeden Fall scary. Allerdings hat im Moment, ich sag mal, OMG auf jeden Fall noch die Freiheit, sich hier auf der Map zu bewegen. Die haben jetzt nicht irgendjemanden im Gesicht kleben, den sie die ganze Zeit gar nicht entgegenstehen können. Dementsprechend habe ich das Gefühl, dass die Map noch sehr offen ist. Die können auch weiter Tower pushen und dementsprechend, ja, sehen wir jetzt erstmal wieder die ganz normalen Lanes.
Konfrontation oben mit Shyvana und Trundle. Oh, die prügeln sich hier. Man muss natürlich sagen, dass die Trundle-Ulti sehr wichtig ist, kann da gut Leben wiederherstellen. Jetzt hat die Frage, wer da einen Vorteil hat. Go-Going macht natürlich keine Autotext, kann sich damit nicht hochrein, versucht damit dem Burnout so ein kleines bisschen Schaden zu verursachen. Also sie sind sich schon sehr, sehr ähnlich. Es ist die Frage, wie man sich da outplayt. Man muss ja auch dazu sagen, ein Ruby Crystal mehr zur Verfügung für Trundle. Das hat man jetzt auch bezogen auf die HP so ein kleines bisschen bemerken können. Es ist natürlich die Frage, wie man da weiter vorgeht, weil ein Punkt, der auf jeden Fall genannt werden muss, ist Xiang. Er ist vom Farm her ein kleines bisschen näher rangekommen, ist jetzt kein überragender Unterschied, aber er kommt halt an seine Items und geht einen anderen Weg. Also sagt sich alles, okay, ich baue mir eher das Rabadons und setze noch nicht auf Durchdringung, was natürlich ebenfalls eine etwas schwierige Geschichte werden kann, gerade dann, wenn viel Magieresistenz aufgebaut wird. Und Leona kann damit zurzeit auf jeden Fall glänzen. Auch Lee Sin ist natürlich mit den Mercury Treads wirklich gut dabei. Oh, gefährliche Situation auf der Botlane. Die werden jetzt eingeschlossen von Orianna und Lee Sin. Oh. Da kommt die Leona-Ulti auch rein. Ellen kriegt Probleme, wird da gestunt. Also er wird auf jeden Fall nicht mehr rauskommen. Versucht dann mit der Blase noch so viel Zeit wie möglich zu tun. Aber das Expunge des Todes ist ja nochmal durchgekommen. Auch Pomelo hier verlangsamt. Natürlich die Frage, ob man ihn noch finden kann. Schöner Kick direkt zu Faker. Er wird dann auch mit der Resonanz gut arbeiten können. Schön gemacht, wieder weiterer Kill für ihn. Und er wird dann natürlich nicht weniger bedrohlich. Hat ja den Needless schon am Start. Also wenn das Rabadons kombiniert mit dem Lernstab zur Verfügung steht, dann würde es sehr, sehr schmerzhaft. Schöner Karl jetzt auch, dass man sich denkt, okay, wir versuchen jetzt mal den Baron zu erledigen. Ward wird gerade erst jetzt platziert und wir schauen, dass da Go-Going so lange wie möglich nochmal Zeit rausstellt. Er ist jetzt relativ alleine. Six würde jetzt dazukommen, hat auch seine Ultimate zur Verfügung, kann da auch schön in den Pit reinwerfen, um möglichst viele Leute zu treffen, aber man hat jetzt einen riesen Nachteil, weil der Support nicht da ist. Pomelo ebenfalls ja noch tot, dauert ein kleines bisschen, wird jetzt wieder Recall. Die Frage ist, wird das Smite sauber durchkommen? Wird auch keine Chance hier. Benji gut da gearbeitet. Schöne Shockwave hier nochmal, das heißt, Go-Going muss da zwingen mit der Ulti und mit dem Flash raus. Wird aber auch nicht vom Q von Lee Sin erwischt, also überlebt das Ganze sehr, sehr knapp. Muss natürlich schauen, dass er nicht gegen die Golems stirbt, aber das wird, denke ich, nicht eintreten. Nein, das war natürlich ein bisschen risky, der Baron. Ich meine, es ist noch recht früh, aber sie haben eben zwei Leute getötet. Darunter war auch der Jungler und dementsprechend konnten sie da eigentlich einigermaßen safe den Baron machen. Six kam natürlich noch mit der Ulti dazu. Ja, dementsprechend konnte er ein bisschen Schaden austeilen. Man kriegt ja ein bisschen Magic Resistance abgezogen, wenn man gegen den Baron kämpft. Und dementsprechend sind da die AP-Champions immer recht gefährlich, wenn sie da groß Flächenschaden verursachen können. Aber ich fand auch ein bisschen overextended vorher, dass OMG da unten überhaupt zugange war mit der Evelynn, mit dem Lucian. Ich weiß nicht genau, was sie sich dabei gedacht haben. Die haben irgendwie so ein bisschen so den zweiten Tower anvisiert, aber nur ganz böse angeguckt und dann wieder weggelaufen und dann zack, gecatcht worden, zwei Leute gestorben, Baron abgegeben und das ist ein Fehler, den sie sich eigentlich jetzt nicht leisten konnten. Es sind im Moment 4000 Gold, Unterschied 3500. Oh, sneaky, sneaky. Die Frage ist, ob er jetzt ihn kriegen wird. Sofortiger Dash, befreit sich natürlich von dem Slow wieder natürlich mit dem Flash gearbeitet. Carlin geht jetzt direkt in das Gesicht der Ratte, aber er kommt doch mal weg. Er hat natürlich Twitch in dem Sinne gut ausgenutzt, aber ich denke, dass der Flash-Verlust für Piglet ist um einiges schlimmer als der Flash-Verlust von Sun. Klar, hat ja keinen Escape außer sein Invisibility und da werden die Spieler auch im Notfall mit einem Pink Ward arbeiten oder mit... Oh, da hat jemand einen riesen Hass auf Nami. Wird jetzt natürlich sofort die Tidal Wave zu spüren bekommen, aber Safeguard zur Verfügung, um da nochmal wegzukommen. Also sehr mutige Aktion in dem Sinne. Sehen schon, dass da aber auch Piglet nicht faul war, war in der Lage, den Turm einzureißen. Und das macht SGT gut. Haben jetzt wieder einen relativ großen Goldlead und nutzen auch den Baron-Buff aus. Das heißt, Trundle bleibt die ganze Zeit oben. Kann nicht contestet werden. Schöner Solarflare, aber hat leider nichts zum Stun geführt. Auch Benji versucht jetzt jemanden ranzukommen, um ihn ins Gesicht zu drehen, beziehungsweise das eigene Team. Das ist natürlich sehr, sehr ungünstig. Man sieht schon, wie viel Leben er verliert. Wird da auch abgerissen werden. Und das ist jetzt ein riesen Nachteil. Man könnte sich jetzt auf das komplette Team stürzen, weil natürlich der Jungler wichtig ist. Faker, boah, der Schaden. Du musst ja natürlich der Six aufpassen. Oh. Wird jetzt hier eventuell outplayed. Cooldown auf dem Q, nicht gerade das Höchste. Das war sehr, sehr knapp. Muster zwingt in die Base, aber ein Spieler mit Baron Buff schon mal weniger. Ja, und währenddessen hat natürlich Trundle, haben wir kurz gesehen, eingeblendet im kleinen Screen, den Top Tower machen können. Dementsprechend war es worth. Wow, oh, der Top. Das gibt. Oh, schön nochmal mit ihm hier gegengearbeitet. Allen da zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber man merkt, dass natürlich Piglet, er hat sich ja auch für die super aggressive Variante mit dem Ignite entschieden. Also wird er auch jeden 1 gegen 1 Battle gegen den AD gewinnen, weil er den Heal Gnanos countert. Ja, definitiv. Vor allem haben sie jetzt auch noch den Drake mitnehmen können. Hätte ich sogar eigentlich nicht erwartet, weil sie haben den Spieler auf der Top-Lane verloren. Ich hätte vielleicht gedacht, dass OMG ein bisschen Luft holen kann, vielleicht den Drake dann sogar selber holen kann. Aber jetzt, ja, Trundle macht weiter Druck auf der Top. OMG steht so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Auch der Mid-Tower ist mittlerweile schon auf einem Drittel HP.
Oh, wunderbare Story. Trifft hier auf jeden Fall zwei Leute. Muss aber aufpassen, ist jetzt komplett in Unterzahl. Wird da auch vernichtet werden. Kann zwar fast jemanden noch mitnehmen. Promelo kommt da noch mit Leben davon. Aber da war er out of position. Er wollte wirklich auf Teufel komm raus den Ward oben töten. Hat ihm das Leben gekostet. Und das wird natürlich jetzt eventuell eine schlimme Folgeerscheinung, wenn man jetzt noch in der Lage ist, auf der Seite von OMG noch weiter Tower zu pushen. Ja, zum Glück für Faker ist da, dass der Drake nicht mehr steht, der Baron steht nicht mehr, also da kann jetzt erstmal jetzt nichts Großartiges passieren. Klar, der Baron würde eh jetzt nicht gemacht werden bei nur einem toten Spieler, aber ja, SKT kann immer noch pushen, die haben jetzt immer noch den Baron-Buff am Start, sind zu viert und OMG ist jetzt sogar trotzdem am Zurückgehen, obwohl sie hier in der Überzahl sind. Oh, Impact, du Bombensammler. Das ist natürlich wirklich respektlos in dem Sinne. Aber man ist auch ein Vorteil, muss man sagen. Also 6000 Gold Lead, das sind natürlich die Psycho-Spielchen. Benji versucht jetzt einzig wieder den Tritt von Sun ins Gesicht. Keine Chance, Piglet mit dem X-Punch dabei. Das ist natürlich jetzt super gefährlich. Einmal hier ein bisschen out of position und schon wirst du abgeholt. Und jetzt halt die Frage, ob das wieder einen Turm kostet. Der in der Mitte ist ja schon halb tot. Ja, mindestens den einen Mid-Tower wird es kosten, wenn nicht sogar einen Inner-Turret. Ja, mal sehen, die verhalten sich jetzt doch im Moment recht passiv. Trundle wieder gegen Shyvana am Start. Shyvana scheint ihn sogar auch zu traden. Und man sieht, dass das Scaling von Shyvana anscheinend etwas besser ist. Zumindest im One-on-One scheint sie da ein bisschen einen besseren Job zu machen. Der Pokal des Grauens wurde hier nochmal platziert. Natürlich wirklich nur mehr zum Nerven. Auch Benji versucht da hier von der Seite so ein bisschen heimlich vorzugehen. Bisher seine Kicks natürlich sehr, sehr gut. Er versucht wirklich tief in das gegnerische Team reinzukommen. Baut natürlich sehr tanky, das offensichtlich. Beziehungsweise auch sehr Utility-orientiert mit dem Sidestone. Was auch dazu führt, dass das Team von SKT ganz einfach wirklich wesentlich mehr sieht. Und das ist halt so ein Punkt, den OMG in irgendeiner Form kompensieren muss. Weil mittlerweile füllen sich die Item-Slots. Man muss natürlich schauen, dass man trotzdem da das ein oder andere, das ein oder andere Geld ganz einfach für die sehenden Augen investiert. Baron wird in 1 Minute 45 wieder da sein. Wir können noch ein kleines Blick auf das Item-Bild selber wagen. Wir merken dann halt, Twitch, super viel Text wieder am Start, wird auch bald seinen Last Whisper haben. Ja, definitiv. Ist sogar mit 5 Kills auch sehr, sehr gut versorgt. Eigentlich mittlerweile jeder im Team von SKT mit mehreren Kills, 4, 5, 5 und 3 Kills am Start. Okay, 3 Kills sogar auf Leona, das hätte ich jetzt eher auf Trundle erwartet. Aber da sieht es auf jeden Fall gut aus, sehr solide. Jeder kann da einen großen Impact haben im Teamfight. Und ich denke, dass das ganze Spiel sich jetzt eher um den Baron nochmal drehen wird. Da wird es vielleicht einen kleinen Vorentscheid geben, je nachdem wie der Baron-Fight läuft. Eventuell wird auch OMG sich nicht zu viel in den Baron reinwagen. Sie sind ja mittlerweile 6.000, 7.000 Gold dahinter und dementsprechend wird es wahrscheinlich sehr schwierig sein, den Baron zu contesten. Da kommt ein kleiner Engage. Oh, aber Benji wird jetzt hier ein bisschen erwischt, auch die Wave sofort dahinter. Solarflare versucht hier so ein kleines bisschen zu counter. Jetzt der Re-Engage, super viel Schaden mit Faker hier am Start. Sehr unangenehm gerade. Boomendu kann da gut arbeiten und jetzt natürlich das gesamte Team von OMG auf der Flucht. Promelo kann nochmal den Slow-Effekt entfernen. Man wird sie jetzt chasen. Man könnte die Rotation sofort zum Baron dann anschließend wagen, wenn man auf jeden Fall Promelo tötet. Er hier gegen Piglet ganz alleine. Ja, der Twitch hat da wirklich sehr gute Karten. Wird jetzt, denke ich, bald mit dem X-Punch glänzen oder ihn ganz einfach nur so vergiften lassen. Schaut sogar nur dabei zu. Auto-Attack-Range war zur Verfügung. Das heißt, hier fast das Ace erzielt. Der Einzige, der lebt, ist Xi Yang und der Baron wird in 15 Sekunden spawnen. Und ich denke, SKT wird sich diesen auch schnappen. Ich habe da einen kleinen Hoffnungsschimmer gesehen auf Seiten von OMG. Es sah so aus, als ob sie da einen guten Catch gelandet haben. Da haben sie zwei Spieler abgeholt. Aber die sind mittlerweile so tanky. Alle sind recht gut gefeedet. Und die haben sich das überhaupt nicht gefallen lassen. Das restliche Team ist connected mit Faker rein, Ulti rein. Und dementsprechend das Ding komplett gedreht, obwohl der Engage definitiv nicht sehr gut war und jetzt kommt auch noch der Baron-Buff dazu. Die Kills haben auch noch ein bisschen Gold gebracht und es sind jetzt mittlerweile 12.000 Gold. Dementsprechend. Oh, da wird jemand nicht porten. Dementsprechend ist jetzt noch die letzte Barriere zu nehmen, den Inner Turret. Wir sehen jetzt noch ein kleines Replay. Da eben der Catch, der eigentlich auf die beiden Spieler gegangen sind. Es waren aber leider hier auch die Tanks, Lee Sin und Leona, die da gecatcht wurden. Lee Sin wird nicht abgeholt. Benji oh kommt sogar Gott. Noch weg. Das war absolut episch. Vor allem das Schlimmste, der totale Genickbruch für das Team von OMG war, sie haben gedacht, dass sie den Catch bekommen haben und beide Carries bzw. die komplette Botlane hat einfach nur super nah beieinander gestanden. Eine Resonanz, eine Shockwave hat dazu geführt, dass sie instant down waren und ohne AD Carry kannst du keinen Fight gewinnen. Wir wurden da flankiert und wurden direkt in der Backline komplett auseinandergenommen, während Shyvana dann noch am Chasen war und sogar den Lee Sin, der wurde ihnen dann nicht mal gegönnt, also richtig katastrophal. Jetzt auch nochmal der Sun, der hier
von Trundle gecatcht wird. Er wird jetzt einfach noch tot gebissen. Flash. Er versucht ja nochmal über die Wand zu flashen, auch Flash sofort hier. Das hier gezündet, um nochmal wegzukommen. Aber das ist quasi alles nur Zeit, die er sich versucht zu kaufen, die Trundle jetzt quasi nicht investieren kann, um weiter zu pushen. Also ist ja die Frage, wie da der Plan ist. Oh, schön mit dem Biller nochmal gearbeitet. Der war quasi im Wald quasi drin. Das war schon Glück, dass das Spiel nicht sofort abgebrochen ist wegen dieser Aktion. Wir sehen schon, dass Sun ihn aber outsneakt. Wird also drum gehen, aber der Fight in der Mitte sehr, sehr unangenehm. Schön, der Pumendu mit dem Kill dabei. Faker hat super viel AP verloren, aber wieder mit dem absoluten Todesschaden hier am Start. Natürlich auch das Hourglass zur Verfügung. Und auch hier wird Xiang nicht mehr von der Ratte wegkommen. Piglet schießt ihn da auseinander. Keine Chance da. Wird sich jetzt auch hier um den Tower und auch um den Inhibitor kümmern. Ja, Faker ist da fast noch gefallen. Hat aber natürlich noch das Hourglass in der Hinterhand gehabt. Vielleicht, wenn Faker gefallen wäre, könnte es noch ein bisschen einen Turnaround geben hätten. Aber es war eigentlich eindeutig. Im Prinzip alles safe beendet und wir machen jetzt die letzten Tower noch zunichte. Faker macht abartigen Schaden, schnappt sich da sogar noch den Sun. Keine Chance. Also OMG hat sehr, sehr lange standgehalten, aber SKT wesentlich souveräner durch das ganze Spiel. Gerade Faker, dass er sich so gut in der Mitte gehalten hat. Ein paar Mal waren kleine Fehler dabei, wo er so ein kleines, das ein oder andere